Hallo, mein Name ist Dr. Rainer Probst. Ich behandle in meiner Praxis in München Patienten mit komplizierten Erkrankungen und verwende dazu eine Synthese aus Schulmedizin und im weitesten Sinne Naturheilverfahren. Ich behandle in meiner Praxis hauptsächlich Krebspatienten, die oft unter fortgeschrittenen, metastasierten Tumoren leiden. Und eine der Substanzen, die ganz wichtig ist, ist die Substanz Artemisinin. In der chinesischen Medizin werden ja seit ungefähr 4000 Jahren mindestens verschiedene pflanzliche Substanzen eingesetzt. Und eine Substanz war total wichtig gegen die Bekämpfung von Malaria. Die Erfolge gegen Malaria waren in China schon lange bekannt, aber ab 1960 wurde diese Pflanze intensiv erforscht gegen die Bekämpfung der Malaria und um auch herauszufinden, wie sie denn überhaupt wirkt. Die Malaria-Erreger befallen ja rote Blutkörperchen. Und in den roten Blutkörperchen haben wir dieses wunderbare Molekül Hämoglobin, das also Sauerstoff transportiert. Beim Abbau dieses Hämoglobins wird Eisen frei. Und man sah jetzt im Zellversuch, dass diese Substanz, Artesunate oder Artemisinin, mit den Eisenionen reagiert und da zu schweren Zellschädigungen führt. Das heißt, befallene Erythrozyten werden durch das Artesunate abgetötet. Die Erforschung dieser Substanz in der Medizin war so wichtig und so bahnbrechend, dass der chinesische Wissenschaftler Yu Jiutu 2015 sogar den Nobelpreis für Medizin erhielt. Gleichzeitig wurde aber auch entdeckt, dass diese Substanz Effekte gegen Krebszellen hat. In welcher Weise ähneln sich jetzt Krebszellen mit befallenen roten Blutkörperchen? Krebszellen reichern Eisen an. Krebszellen sind vollkommen überladen mit Eisen und Eisen spielt eine wichtige Schlüsselrolle im Krebswachstum. Das Artesunate reagiert jetzt in der Krebszelle mit dem Eisen. Dabei werden freie Radikale freigesetzt, die die Krebszelle zerstören können. Die Substanz, die es jetzt tatsächlich auch in der Schulmedizin gibt, können wir, man nennt das Off-Label, also abseits der zugelassenen Indikation, nun bei Krebspatienten einsetzen. Aber was es immer wirksamer macht, ist Infusionen zu verabreichen. Infusionen mit der Substanz, die über die Eisenreaktion jetzt Krebszellen bekämpft. In den letzten Jahren gab es immer mehr Forschung, dass es einen Stoffwechselweg gibt, der Krebszellen abtöten kann. Man nennt dies Ferroptose, also eine Abtötung der Krebszellen durch Reaktion mit Eisen. Und Artesunate scheint ein Schlüsselkandidat dafür zu sein, mit Eisen in der Krebszelle zu reagieren. Ich verwende diese Substanz seit ungefähr 10 Jahren an und vor allem bei Brustkrebspatientinnen und auch bei Krebserkrankungen des blutbildenden Systems scheint diese Substanz gute Effekte zu erzielen. Die Substanz ist sicher kein Allheilmittel, sondern wirkt in Kombination mit anderen Substanzen. Deswegen machen wir ja auch in den Praxen Wirkstofftestungen und versuchen herauszufinden, welche Stoffe zusammenwirkend synergistisch Krebszellen bekämpfen können. Und da ist das Artesunate eine wichtige Substanz. Bei einer normalen Chemotherapie werden einzelne Stoffwechselwege der Zellteilung attackiert. Das Problem ist ja nur, dass Resistenzen entstehen, dass Krebszellen mutieren, sich weiterentwickeln, eine Vielfalt an Evolution
in Miniatur quasi entsteht und die Zellen dann quasi diesen Chemotherapeutika ausweichen können. Wir haben ein weiteres großes Problem. Das ist, dass die Chemotherapeutika ja das Immunsystem zerstören. Das Immunsystem ist aber wichtig, um Krebserkrankungen am Wachstum zu hindern. Das Artesonate reagiert nicht mit dem Immunsystem, sondern greift eisenüberladene Zellen an. Das ist der wichtige Unterschied. Was manche Therapeuten machen, ist, dass sie nun vorher Eisen infundieren. Damit habe ich keine guten Erfahrungen. Eisen wirkt bei Tumorpatienten wie ein Dünger auf das Krebswachstum. Die Krebszellen sind sowieso mit Eisen überladen. Deswegen mein Rat ist, auf Eisengaben zu verzichten. Diese Substanz ist eine der wichtigsten Substanzen in der alternativen und komplementären Krebsmedizin und erfordert Erfahrung, damit wir wissen, wie wir Dinge kombinieren können. Und wir brauchen natürlich auch dafür Forschung, damit wir wissen, wie hoch muss die Dosierung sein, dass wir effektiv Krebszellen vernichten können. Diese Substanz wirkt jetzt zum Beispiel vollkommen anders als das Kurkumin. Also da gibt es einen klaren Mechanismus, mit Eisenionen zu reagieren, während das Kurkumin ja verschiedene Stoffwechselwege angreift. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die beiden Substanzen ergänzen, ist hoch und wir sehen das ja im Zellversuch immer wieder. Wir brauchen Forschung, um diese Substanzen zu etablieren, um Patientenstudien zu machen, um Patienten zu unterstützen, die sich diese Therapie nicht leisten können, und deswegen brauchen wir einfach ihre Unterstützung. Natursubstanzen in der Krebsmedizin haben ein hohes Potenzial, in Ergänzung auch zu schulmedizinischen Verfahren. Sie können sich informieren auf unserem Channel, wo wir auch verschiedene andere Natursubstanzen darstellen und die Effekte zeigen und auch Patienten zu Wort kommen lassen, die von diesen Therapien profitiert haben. In diesem Sinne, bleiben oder werden Sie gesund. Herzlich, Ihr Dr. Rainer Probst. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.